An kaum einem anderen Technologie- und Wirtschaftsstandort in Europa sind so viele weltweit erfolgreiche Unternehmen angesiedelt wie in der Steiermark. Daher auch naheliegend, dass Martin Kocher seit 1. Februar 2021 als Bundesminister für Arbeit im Amt die Steiermark besucht, beziehungsweise den Bezirk Probmütz-Zuschlag. Treffpunkt war Langenwang, Autohaus Diepold. Wir sind sehr stolz. Heute kommt unser neuer Arbeitsminister zu uns nach Langenwang und das ist eine Ehre und eine Auszeichnung und speziell hier beim Autohaus Diepold, wo es ja ein Vorzeigeautohaus der Obersteiermark ist, dass wir da begrüßen dürfen. Im Anschluss der Betriebsbesichtigung findet eine Diskussionsrunde mit Vertretern der Politik und Wirtschaft statt. Wir haben vorab den Bundesminister gefragt, was für ihn jetzt wichtig ist. Also wichtig ist natürlich klarerweise die Arbeitslosigkeit zu reduzieren. Das ist uns jetzt gelungen. Das hat mit der allgemein guten Lage zu tun, aber natürlich auch mit den Maßnahmen, die wir getroffen haben im Qualifizierungsbereich. Und die Kurzarbeit hat wirklich gewirkt. Es geht jetzt darum, weiter die Arbeitslosigkeit zu senken und natürlich auch die Personen, die besonders große Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt haben, Langzeitarbeitslose oder Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, wieder zu integrieren in den Arbeitsmarkt. Im Aufschwung ist das leichter als in einem Abschwung, wie wir ihn jetzt erlebt haben. Die letzten Monate. Corona beschäftigt die Wirtschaft nach wie vor und man versucht alles zu tun, um einen neuerlichen Lockdown zu vermeiden. Daher das Impfen ein vorrangiges Thema. Wie stehen Sie als Bundesminister zur Impfung? Die Impfung ist ganz entscheidend für die Lage im Herbst. Je mehr Menschen geimpft sind, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es noch großflächige Schließungen braucht. Ich hoffe sehr, dass sich möglichst viel impfen lassen. Aus meiner Sicht gibt es eine generelle Impfverantwortung. Alle, die sich impfen lassen können, sollen sich impfen lassen. Je mehr das tun, desto besser sind wir auch abgesichert. Desto sicherer, glaube ich, ist auch, dass sich die Lage am Arbeitsmarkt weiter verbessert. Erfreuliche Meldungen gibt es seitens der steirischen Unternehmungen, was die Auftragslage betrifft. Ja, grundsätzlich sind wir ja sehr zufrieden. Die Auftragslage ist sehr gut. Die Leute und speziell die Unternehmer jammern allerdings sehr. Sie haben keine Facharbeitskräfte, sie suchen solche. Und das ist tatsächlich ein Riesenproblem, das wir heute mit dem Arbeitsminister auch besprechen wollen. Denn das Schlimmste ist es, wenn man Auftragsbücher voll hat, aber sie nicht abarbeiten kann oder letztlich Aufträge gar nicht annehmen kann. Und daher muss man hier tatsächlich Entscheidendes verändern, damit dieser Zustand sozusagen ein besserer wird. Der Lehrling ist der Facharbeiter der Zukunft. Den Lehrberuf attraktiver zu machen, ist ebenfalls ein Anliegen des Ministers. Wir tun sehr viel gemeinsam mit der Wirtschaftsministerin, um die Lehre attraktiver zu machen. Viele Zugangsmöglichkeiten, einfache Zugangsmöglichkeiten, auch natürlich Informationskampagnen. Ich glaube, wir müssen alles tun, dass das Image der Lehre besser wird. In vielen Bereichen ist das auch besser. Es fehlt auch manchmal an Informationen. Es gibt 340 Lehrberufe, viele sind gar nicht so bekannt. Wir werden eine Offensive starten, um das bekannter zu machen. Wir brauchen gerade Fachkräfte mit Lehrabschluss. Die haben auch sehr gute Chancen am Arbeitsmarkt, sind sehr sichere Jobs und sie verdienen auch sehr gut. Also ich glaube, Lehre ist ein Zukunftskonzept, war immer ein Zukunftskonzept, aber in den letzten ein, zwei Jahren war natürlich auch die Lehrausbildung durch Corona beeinträchtigt und jetzt sind wir wieder zurück zur Normalität und da muss man alles tun, dass die Lehre wieder stark genutzt wird. Autohaus Diepold ist in Langenwang, Turnau, Kapfenberg und Mariazell vertreten. Wie ist die Situation mit Arbeitskräften? Bei uns ist an der Füße das gleiche wie österreichweit. Wir haben genauso den Facharbeitermangel. Wir würden gerne zusätzlich Mitarbeiter beschäftigen. Und zu Ihrer Frage, wir beschäftigen zurzeit an unseren vier Standorten 10 Lehrlinge, wobei davon 3 Mädchen sind und der Rest sind Burschen. Was bedeutet für Sie, dass der Bundesminister bei Ihnen zu Gast ist? Erst einmal sind wir froh und wir verstehen das als Lob, dass uns der Herr Bundesminister die Ehre gegeben hat, uns einen Besuch abzustatten.